Besser? Ja, so muss das sein. Muss auch ein Bild sein. So muss das der sein. Film, also heute ist der 10. August 2024 und was ist heute? Ja, das ist der zweite Spieltag und wir spielen gegen unsere Freunde, gegen Nürnberg. Was ist das für eine besondere Fanfreundschaft Schalke-Nürnberg? Das ist schon eine gute Fanfreundschaft. Seit ein paar Jahren schon. Aber was Einzigartiges, ne? Im deutschen Fußball. Ja, das sehe ich, ja, das würde ich so sagen. Ja. Auf jeden Fall. Du hast hier eine wunderschöne Kutte an. Darf ich die mal zeigen? Also mit vielen Aufnähern. Ich, ja. Ich gehe einmal hier so rum. Ja. Weißt du, wie viele Aufnäher da drauf sind? Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Aber es müssen bestimmt schon über 20, 25 Stück sein. Aber die Tage habe ich erst noch neue drauf gemacht. Und zwar. Was ist der neueste? Die Nürnberger. Ach, extra für Nürnberg habe ich extra Nürnberger drauf gemacht. Nürnberg-Aufnäher. Ne? Und dann auch hier eure Hassliebe, ne? Ja. Habe ich hier, die Fürther, ne? Lieber Fünfter als Fürther, ne? Weil ich weiß ja, dass Nürnberg ja eine Hassfreundschaft gegen Fürth. Ne? Ja. Hast du in Schalke, oder auf Schalke sagt man, ne? Auf Schalke. Auf Schalke. Hast du da eine Dauerkarte? Ich selber nicht, nein. Mhm. Aber dadurch, dass wir ja einen eigenen Fanclub haben, also wir kommen ja aus Versmold und haben dann halt auch einen Fanclub da gegründet. Die richtige Nummer. 1111 ist unsere Mitgliedsnummer von Schalke. Ist schon eine geile Nummer. 1111. Kein Scheiß jetzt. Kein ja. Scheiß. Das ist ja richtig ja. geil. 1111. Genau. Ja, und seitdem bin ich da halt mit drin, wo da gegründet wurde. Das sind jetzt über 10 Jahre, 11, 12 Jahre, glaube ich, ist es jetzt her, wo der gegründet worden ist. Und seitdem bin ich da drin. Aber weißt du, wie viele Dauerkarten Schalke für diese Saison verkauft hat? Nein, das weiß ich nicht. Mhm. Aber ich habe gehört 40.000. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Hat mir hier einer erzählt. Aber das wäre ja phänomenal, ne? Für die zweite Liga. Das ist ja schon, auch letztes Jahr war ja schon phänomenal, dass wir überhaupt so viel auswärts, heim, dass so stark besucht war. Egal, auswärts hat man ja gesehen, das waren ja eigentlich mehr als überhaupt rein durften. Ja. Also deswegen, also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das so ist. Sag noch, wer ist dein Lieblingsspieler auf Schalke? Oder Lieblingsspieler, Mehrzahl? Da gibt es wirklich keinen guten, weil sie müssen ja alle, jetzt zum Beispiel ist es ja dadurch, dass neue Spieler dazugekommen sind, finde ich, muss man erstmal gucken, was die alle können. Es haben mich jetzt schon einige überrascht, die neu eingekauft wurden, aber man muss halt abwarten. Ne? Und wie geht das Spiel aus und wie wird Schalke am Ende der Saison dastehen? Wie geht das Spiel aus? Natürlich, klar, für uns erstmal, aber mit dem Unentschieden wären wir auch zufrieden. Ne? Allein schon Nürnberg gegenüber wären wir auch mit dem Unentschieden zufrieden. Aber natürlich, klar, wir wollen wahrscheinlich jeder Fan von uns, der glaubt oder denkt, dass wir aufsteigen, oder müssen, sagen wir es mal so. Aber, du hast schon auch die Hoffnung, dass jetzt der Aufstieg klappt, ne, diese Saison? Nein. Also abwarten und Tee trinken. Ja. Und man muss halt gucken, wie die Leute, ja, wart's ab, Mann. Ja, dann geh doch. Kommst du nach? Nein. Wir gehen shoppen. Gut. Also du bist geduldig und wartest ab. Ja, genau. Ja. Erstmal ist jetzt der zweite Spieltag. Man muss ja gucken, was passiert. Ja. Deswegen. Abwarten und Tee trinken. Dann wünsche ich ganz viel Freude heute bei dieser Fußballbegegnung. Das zwischen zwei Freunden. Ja? Zwischen zwei Freunden, genau. Das darf man ja auch mal betonen, weil es so besonders ist. Ja, ich war ja letztes Jahr schon hier und es war schon super. Und dieses Jahr hoffe ich, dass es vom Wetter her ist, es noch geiler noch als geiler, letztes Jahr. Und deswegen glaube ich schon, dass es heute richtig geil wird. Allein auch danach. Dann ist danach, weißt du, man kann dann halt mit Kutte sonst irgendwie durch die Stadt ziehen, ohne irgendwie Angst zu haben. Noch eine allerletzte Frage, was ist das Besondere an einer Kutte? Weiß ich nicht. Das kann seit ich gar seit nicht wann so. Hast du die Kutte? Kannst du das sagen? Seitdem ich, sag ich mal, in dem Club eingetreten bin, also seit über 10 Jahren. Also seit 19... Seitdem habe ich dann... 2014. Ja, oder? So in dem Dreh, glaube ich, war das, ja. Und seitdem habe ich dann, da habe ich angefangen, ich wollte eine Kutte haben und dann habe ich mir die so fertig gemacht und dann, ja, von Jahr zu Jahr, wenn es neue Aufnäher gab,
oder auch dann über Internet welche neue, andere bestellt, die ich noch nicht so hatte. Deswegen, schön. Ne? Ja, eine Liebe, die niemals endet. So sieht's aus. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Alles Kein Gute. Problem. Ciao. Alles klar, ciao.